Datenbereinigung mit OpenRefine. Kurze Einführung in das Thema. Ich habe hier eine CSV-Datei, die besteht aus ein paar Attributen, eine ID, Geschlecht, Studienfach, Geburtsjahr, anscheinend irgendwie ein bisschen Statistik zu Studium, Studenten, irgendwie sowas in diese Richtung, und habe das jetzt bekommen und will einfach mal schauen, ist da alles in Ordnung? Muss ich da vielleicht ein bisschen nacharbeiten, damit ich hier ordentliche, konsistente Daten habe. Dazu benutze ich eben OpenRefine, kann das starten. Geht erstmal so eine Kommandozeile auf und dann wird das Ganze im Browser gestartet. Das ist diese Startseite und habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, Daten zu laden. In diesem Fall nehme ich einfach die Datei hier, die ich auf dem Rechner habe, meine Studium-CSV-Datei. Und kann die hier laden. Jetzt fällt mir als erstes schon mal auf, dass hier zumindest bei der Zeichenkodierung was nicht stimmt. Ganz offensichtlich UTF-8 kodierte Daten, die wieder in einer 8-Bit-Zeichenkodierung angezeigt werden, kann ich hier bei Character Encoding einfach hier UTF-8 wählen. Wunderbar, dann passt das auch schon. Die restlichen Einstellungen scheinen ganz okay zu sein. Ich habe oben meine Attribute als Kopfzeile. Da meine ganzen Daten, das schaut okay aus. Und jetzt gebe ich dem hier Namen, Studium und erstelle das Projekt. Hier habe ich meine Daten. Hier drüben habe ich dann gleich meine Facetten. Hier habe ich eine History des Ganzen. Hier kann ich dann in der Ecke rechts oben hier die Daten später exportieren, aber jetzt will ich sie mir erstmal anschauen. Ich habe jetzt hier nur 4 Attribute, da kann ich über alle mal einfach so eine Textfacette machen. Hier bei der ersten sehe ich, ich habe jetzt hier 108 unterschiedliche Einträge in diesem Ganzen drin, sehe auch, ich habe 108 Zeilen in meiner Datei, also passt, die IDs sind eindeutig, ob sie jetzt aufsteigend oder nicht sind, das ist ja egal, sie sind eindeutig. Okay, da muss ich nichts machen. Bei Geschlecht, nochmal Textfacette, auch da schaut es ganz gut aus, ich habe nur 2 Einträge, männlich und weiblich, passt, muss ich nichts machen. Nächste Facette, oder Attribut Studienfach, Textfacette. Da sehe ich, okay, hier scheint was nicht zu stimmen. Ich habe hier Einträge, Geschichte. Gibt es anscheinend so einen Zeichendreher. Hier oben taucht Kunstgeschichte auf. Hier unten auch nochmal und da auch nochmal. Groß-Kleinschreibung. Warum ist das jetzt anders als das? Sieht man, wenn man hier auf diese Choices geht, dann sieht man die als Tab-Separated Values und man sieht ja, hier oben ist anscheinend ein Problem. Da gibt es noch ein Leerzeichen davor. Hier ist der Dreher. Und hier ist das Problem. Das eine hat hier 2 Leerzeichen. Und das nur 1. Okay. Und hier hat Groß-Kleinschreibung unterschiedlich. Das ist jetzt überschaubar. Es kann natürlich sehr viel mehr Datensätze. Dann wird das schnell unübersichtlich. Also kann ich jetzt schon mal anfangen, hier die Daten zu reinigen. Das kann ich hier über diese Cluster-Funktion machen. Wenn ich das klicke, habe ich unterschiedliche Methoden und Funktionen zur Auswahl, die eben Ähnlichkeiten suchen. Und hier diese erste Methode hat schon zumindest 2 der 3 Probleme identifizieren können. Hier Kunstgeschichte bietet er mir hier in diesem Cluster an und ich kann das ersetzen hier durch das Neue, ebenfalls dieses Information und Dokumentation hat er erkannt. Das ist alles super, so möchte ich das haben, kann hier unten das alles auswählen und dann sagen Merge Selected und Recluster. Okay, und sieht jetzt, es gibt keine neuen, ich weiß aber, da war doch das mit diesem Zeichendreher bei Geschichte, dann kann ich jetzt hier unterschiedliche Methoden oder Funktionen wählen. In diesem Fall ist das diese Metaphone3-Funktion und sehe dann, da gibt es noch ein anderes. Hier diesen Zeichendreher kann auch
auch hier das Auswählen und wieder Selected und Recluster. Wenn man jetzt nicht genau weiß, um was es geht, muss man halt hier diverse Methoden durchprobieren, bis ich zu einem befriedigenden Ergebnis komme. Aber jetzt bin ich hier fertig und sehe auch, okay, jetzt habe ich nur noch 5, nicht 9 unterschiedliche Einträge in dem Feld und sehe hier auch, das passt jetzt ganz gut. Da gibt es jetzt keine Inkonsistenten mehr in diesen Daten. Das heißt, auch diese Facette kann ich zumachen. Kann ich mir als letztes noch das Geburtsjahr anschauen. Da habe ich jetzt 15 unterschiedliche. Oh, gibt einen unbekannt, weiß nicht, aber der Rest schaut auch alles ganz gut aus. Kann ich zumachen. Jetzt passt es eigentlich. Jetzt will ich wieder das Ganze als CSV-Datei haben und exportieren. Kann das hier oben über Export machen, Comma Separated Values. Okay, dann lädt er das hier runter. Ich kann mir das mal hier anzeigen lassen. Und dann habe ich jetzt hier meine neue Datei. Was noch ein Vorteil ist hier von dem Open Refine, hier oben das Tab Undo Redo, dort ist jetzt alles gespeichert, was ich gemacht habe, und wenn ich jetzt sage, hier passt irgendwas nicht, kann ich auch jederzeit zurückgehen und Dinge zurücknehmen. Das war's.